Hallo Leute, heute habe ich mal einen kleinen Werkstattrundgang für euch. So der Zwischenstand zu der Bauphase. Und ja, fangen wir mal hier an. Das ist der Hauptarbeitsbereich. Letztens habe ich auch schon Fotos gezeigt mit den Schubladenkästen hier. Da kommen jetzt noch drei Werkbänke, die die gleiche Höhe haben. Der vierte ist ja der höhenverstellbare Tisch. Mit dem alten Zeichenplattenfuß. Das habt ihr auch gesehen gehabt mit den ganzen Schubladenschienen. Da muss ich jetzt oben rein komplett noch die ganze Reihe durch normale Schubladen reinmachen für Zubehör zu den jeweiligen Maschinen. Dann hier der Kappsägenstand. Da kommen eben auch die gleichen Schubladen rein und später dann Türen vor. Also unter die Schubladen oben bleiben separate Blenden, unten dann Türen und dann Tür auf, Auszüge raus. Genau. Ja, die Absaugung hier ist momentan noch provisorisch und wird dann später, kommt hier noch ein Arm dran, wo dann die Absaugung sozusagen mit dran ist, dass ein Schlauch über den Tisch geht. Das Rohr hier, was man da sieht, ist die Zuleitung für Druckluft und Strom zum Tisch. Eventuell kommt da auch noch ein Absaugrohr durch, ein 50er. Ja, da steht die Kreissäge, Ofen, Hohlmaschine und Absaugung. Dahinter ein Haufen Brennholz. An die Wand, wo die roten Schütten sind, kommen später noch jede Menge Rollkästen hin mit den ganzen Artikeln. An dem größeren leeren Platz hier, wo das Kabel nur runterhängt, kommt dann nochmal die große CNC-Fräse hin. Hier ist dann die kleine aktuelle Bearbeitung von den Fräsanschlägen. Dann hier der Kasten mit den Schütten, den ich letztens auch schon gezeigt habe. Da ist auch die Absaugung für die CNC eigentlich schon fertig. Ich will zwar später mal noch probieren, einen größeren Saugschlauch, so 60mm oder 70mm, zu probieren, ob das besser ist. Dann hier an die Wand kommt dann später wahrscheinlich die Kappsäge unten drin mit den Aluprofile als Lager. Ja, da muss ich noch überlegen, wie das wird. Dann haben wir hier die Bandsäge und Tischfräse. Die kommt dann auch mit an eine größere Absaugung, die dann in einen separaten Raum kommt, der da hinten rauskommt, hinter die Wand. Da kommt dann auch die Plattensäge dran. Genau. Ja, dann kommen wir hier rüber. Das sind die zwei Plattenlager, die ich vor einiger Zeit einmal gezeigt habe. Momentan hübsch voll. Ein paar Platten gehen zwar schon wieder aus, aber aktuell ist es noch ausreichend. Ja, hier die Scheppach Tiger 2500. Die kommt dann mal später hier rüber neben den Ofen. Oben drüber die Zwingen an die Wand, die da dran lehnen. Da muss ich aber erst einen Halter bauen. Ja, und obendrauf auf dem Plattenlager noch jede Menge Gerümpel, was irgendwann irgendwie noch verräumt wird. Das ist noch zwischengelagert zwischenzeitlich. Dann hier provisorischer Packtisch. Das wird später einmal kompletter Tisch auf Rollen, wo dann unten eben Lagerplätze drin sind für die Kartonagen und Zubehör. Oben drüber mache ich vielleicht dann auch noch aufs Plattenlager, Kartonagenlager drauf, dass ich dann einfach hochgreifen kann und die Kartons runterziehen. Ja, dann haben wir dann das Büro. Da ist momentan noch gar nichts gemacht, das ist alles nur provisorisch. Einfach mal einen Tisch reingestellt, PC, ja, ein bisschen Heizkörper noch elektrischer. Hier in das Eck kommt dann ein Sideboard für die ganzen Unterlagen. Hier steht aktuell noch der Airhockey-Tisch. Mal schauen, ob es da stehen bleibt, weiß ich noch nicht. In die Ecke kommt noch ein Kühlschrank, Getränke und so Zeugs. Ja, im Boden kommt Laminat rein. Ja, das war's dann eigentlich mit dem Rundgang. Einen kurzen Überblick. Und Servus.